Was sollte ein Hund denn verstehen können? Formuliere ich bewusst so. Also auch so ein bisschen mit einem zwinkernden Auge. Das kommt natürlich sehr individuell auch wieder auf den einzelnen Hund an. Aber ich glaube, es ist ein guter Tipp, wenn der Hund seine Position innerhalb der Beziehung versteht. Und da erleichtert das Zusammenleben einfach das Beherrschen der Grundkommandos. Wenn es da noch große Herausforderungen gibt, kann man immer noch mal einen Tiertrainer zu Rate ziehen. Aber sowas wie Sitz und Platz und Komm oder Stopp sind immer gute Kommandos, auch um einfach auch den Alltag zu bewältigen. Oder wenn man gemeinsam spazieren geht, dass der Hund genau weiß, wenn man das Kommando Stopp gibt, dass er bitte auch stehen bleibt. Und ja, so habe ich gute Erfahrungen gemacht mit dem Training und auch mit den Grundkommandos. Und wenn ihr Lust habt auf noch mehr Tipps, klickt euch gern weiter.